Ja, Daniel, vielen Dank für die Einladung und auch von mir ein herzliches Willkommen zum Web-Seminar Veränderungen im Weltklasse-Tischtennis in den letzten 5 bis 10 Jahren. Bitte, ja, habt keine Angst vor dem Begriff Weltklasse, denn ja, die Dinge, die wir heute uns oder die ich versuche euch heute zu erklären, sind, glaube ich, sinnvoll für jedes Niveau. Ja, zu meiner Person, Erik Schreier, 33 Jahre alt, Cheftrainer vom Post-SV Mühlhausen, erste Bundesliga. Ich gehe jetzt in die 5. Saison als Cheftrainer. Ja, die letzten 3 Jahre Champions League sogar gespielt. Ja, früher als Spieler, denke ich, auch nicht ganz so unerfolgreich. 8-mal in Folge mitteldeutscher Meister geworden. Und ja, ich betreue natürlich nicht nur unsere Profis, unsere erste Mannschaft, sondern auch ja, unseren Nachwuchs. Wir sind Thüringer Nachwuchs-Landesstützpunkt. Also ich habe eigentlich immer das gute Kontrastprogramm zwischen ja, Nachwuchssport und dann am Wochenende wirklich Weltklasse Tischtennis zu betreuen. Ja, eigentlich für mich ja, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja, ist toll und für mich ist auch jeder Tag, egal ob ich ja, mit den 6-jährigen Anfänger trainiere oder am Wochenende mit der Nummer 40 der Welt zusammenarbeite. Ja, Tischtennis ist meine Leidenschaft und ich freue mich heute besonders, dass ich mit euch ja, ein Thema behandeln werde, was, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, gerade auch im Profisport, aber auch in den, ich nenne es mal, unteren Ligen, wird sich ja oft über das Material unterhalten, welche Belege spiele ich, Hölzer. Und ich möchte heute mit euch gerne mal drauf eingehen, was hat sich denn eigentlich in den letzten 5 bis 10 Jahren verändert, was das Material angeht und natürlich dann auch, was haben die Materialveränderungen für Auswirkungen an das Spielsystem? Ja, ich spiele, ja, heutzutage wird natürlich ein ganz anderes Tischtennis gespielt, wie vor, ich sag mal, 10 oder 15 Jahren. Und das hat natürlich auch mit den Materialumstellungen zu tun. Und das wäre jetzt, ja, unser Programm für heute, dass ich euch erstmal die ganzen Materialumstellungen, die Erneuerungen erkläre, die Eigenschaften und dann aber auch, ja, was haben die Veränderungen mit unserem, ja, spielerischen Potenzial zu tun? Darum würde ich direkt anfangen, ja, mit der ersten Veränderung im Tischtennis. Und ja, das ist natürlich gerade ja, wird es wahrscheinlich in keiner anderen Sportart so viel Materialveränderungen geben wie im Tischtennis. Wir fangen mit der ersten Materialveränderungen an und das ist unser geliebter Tischtennisball, der sich ja über die Jahrzehnte unglaublich ja, verändert hat. Jeder weiß, dass wir früher mit einem Zelluloidball angefangen haben, 38 mm, dann die Umstellung auf 40 mm bis hin zum Plastikball. Der Plastikball ist 2014 das erste Mal auf den Markt gekommen. Das war die erste Generation, vielleicht kann sich auch jeder noch daran erinnern, nicht gerade haltbar gewesen. Es waren, ich sag mal, Prozentanteil mehr Plastik drin. Darum war der Ball, ich würde es jetzt mal sagen, ja, nicht sonderlich robust. Er war auch nicht homogen. Also jeder wird sich vielleicht noch erinnern können, wenn man da mal einen Kantentreffer hatte, ist der Ball wie ein Porzellanball auseinandergegangen in zwei Hälften. Ja, daraus hat man natürlich gelernt. Und ist dann auf dieses ABS-Material gekommen. Und das ist jetzt dieses Material, muss man jetzt einfach ganz ehrlich so sagen, was sich durchgesetzt hat, dieses ABS-Material. Das wird ja auch in teilweise Haushaltsgeräten verbaut. Es ist einfach auch günstiger herzustellen. Es ist robuster und als ja, dieses Plastikmaterial in der ersten Generation.
Und ich denke auch, das hat sich jetzt in den letzten 2 bis 3 Jahren so arrangiert, dass dieser ABS-Ball eigentlich überall jetzt von jeder Marke auch hergestellt wird. Und ja, zu 80% wird der gespielt. Ja. Welche Eigenschaften hat dieser Plastikball, dieser ABS-Plastikball? Erstmal ist er natürlich schon, muss man auch loben, die Hersteller haben da auch gute Arbeit geleistet. Sie sind natürlich viel, viel haltbarer gewesen. Also ich kenne das hier aus unserem Training. Es geht kaum mal ein Ball kaputt. Man hat natürlich dann immer mal ein paar, ich sag mal, ein paar Kantentreffer. Das sind dann immer solche hellen Stellen am Ball. Ja, das kann man jetzt nicht ändern, aber wirklich sehr, sehr haltbar. Dennoch würde ich jetzt mal eingehen wollen, ja, was hat dieser ABS-Ball eigentlich für Eigenschaften? Oder wie hat er sich verändert zum Zelluloid-Ball? Definitiv ist er natürlich größer geworden, steht ja dann auch meistens immer auf den Bällen drauf. Es ist 40 plus, also sind nicht mehr 40 Millimeter, sondern 40,45. Unterscheidet sich auch ein bisschen. Dadurch, dass er größer geworden ist, ist er natürlich auch ein Ticken schwerer geworden. Und das bedeutet natürlich auch gleichbleibend durch diese zwei Eigenschaften, dadurch, dass er größer und schwerer geworden ist, hat der Ball auch einen anderen Ballabsprung. Also der Ballabsprung ist tatsächlich mit dem Plastikball höher als früher mit dem Zelluloidball. Dadurch, dass er natürlich aber auch etwas schwerer ist, muss man sagen, ist er in Ticken langsamer geworden. Also man merkt jetzt schon auch, man muss viel mehr in die Bälle hineingehen, man muss mehr seinen Körper reinnehmen. Athletik ist so wichtig wie, ich sag mal, wie nie zuvor. Ja, dadurch, dass man, sage ich mal, diese Eigenschaften dann auch ein bisschen ausgleichen kann, dadurch, dass der Ball halt auch etwas langsamer ist. Ein großer Unterschied ist natürlich, ich sag mal, der ABS-Mantel, also diese Außenhaut, die ist schon viel härter als zum Beispiel früher beim Zelluloidball. Also das könnt ihr euch alle mitnehmen. Der jetzige Plastikball ist definitiv viel, viel härter als ein Zelluloidball. Da kommen wir dann auch auf die Belege nochmal zurück. Dadurch, dass der Ball jetzt härter ist, kann man natürlich auch härtere Belege spielen. Das harmoniert sehr, sehr gut. Früher war es eher andersrum gewesen. Die Zelluloidbälle waren weicher gewesen, waren nicht ganz so homogen. Darum braucht man auch oder brauchte man früher eher weichere Belege. Jetzt ist es eher andersrum. Der Plastikball ist hart, man braucht härtere Belege, das harmoniert ganz gut. Viele sagen von den Eigenschaften von dem Ball, oh, dieser Plastikball, der nimmt weniger Spin an, weniger Rotation. Das ist auf der einen Seite ist das, ja, ich würde sagen, richtig, aber auf der anderen Seite auch nicht richtig. Also es gab tatsächlich Wissenschaften, die herausgestellt haben, natürlich, weil die Belege sich jetzt auch ja, verändert haben. Die Belege sind besser geworden. Die Belege können mehr Spin erzeugen, dass dieser Unterschied gar nicht so groß ist. Also wenn man jetzt einen Zelluloidball nehmen würde und einen Plastikball und würde den in die, einen Topspin in die Luft schießen, würde man gar nicht so viel Unterschied merken. Also eigentlich, stimmt es nicht, dass man weniger Rotation in den Ball bringen kann. Das wurde jetzt ausgeglichen mit den Belegen. Ein großer Unterschied, und darum ist die Aussage nicht falsch, sondern auch richtig, wenn der Ball auf dem Tisch aufkommt, dieser Plastikball, erzeugt er viel mehr Reibung. Also der Ball kommt auf dem Tisch auf und nimmt sofort die Rotation an oder raus und so bekommt natürlich der Gegner auf der gegnerischen Seite natürlich dieses Gefühl, wenn jetzt ein Topspin kommt, der springt auf den Ball, auf den Tisch auf, die Rotation geht sofort verloren, ja, bekommt man natürlich das Gefühl, ja, es kommt weniger Spin an. Aber tatsächlich, liegt es wirklich nur an dem ABS-Material, dass er viel, viel mehr Reibung
an der Tischoberfläche erzeugt als ein Zelluloidball. Aber Spin, sobald der Ball in der Luft ist, kann eigentlich genauso viel erzeugt werden mit dem ABS-Ball wie früher mit dem Zelluloidball. Zur Herstellung. Der ABS-Ball ist natürlich auch noch nicht ausgereift. Er wird, ja, ich sag mal, ja, die Hersteller sind da unterschiedlich, aber meistens alle Vierteljahre bis halbe Jahre wird der Plastikball überarbeitet. Also lasst euch dann bitte nicht aus dem Konzept bringen, wenn jetzt im Training, ihr habt 200 Bälle bestellt, kommt ja die Saison ganz gut hin und ein halbes Jahr oder ein Jahr später bestellt ihr wieder den gleichen Ball, gleiche Aufschrift, gleiche Marke und der Ball sieht auf einmal ein bisschen anders aus. Also wir hatten das mit unseren Bällen auch. Wir hatten eine Marge gehabt, da war der Ball ja eigentlich so ein bisschen gelblich geschimmert. Ja, und dann ein halbes Jahr später war er dann auf einmal wieder schneeweiß. Das liegt einfach daran, dass ja der Hersteller den Ball immer noch weiterentwickelt und dadurch natürlich auch immer ja verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal Zutaten reinpackt. Und da kann natürlich dann auch immer mal so kleine Veränderungen kommen, wie zum Beispiel Farbe oder Härte. Lasst euch da bitte nicht täuschen, wenn ihr zwei identische Bälle habt. Der eine ist vielleicht ein bisschen gelblicher, der andere ist ein bisschen ja, weiß. Irritiert euch da nicht. Dennoch haben auch diese beiden Bälle unterschiedliche Eigenschaften. Also ich weiß es von mir, also die Profis aus der ersten Mannschaft, die wollen eher mit diesem gelblichen Ball spielen, weil er härter ist. Also die Profis wollen eher härtere Bälle. Und also da kann es natürlich auch doch zu Unterschieden geben. Ein weiterer Unterschied ist natürlich auch bei dem AB, also bei dem Mantel, bei dieser Außenhaut. Es gibt raue Bälle, ja, und es gibt teilweise auch Bälle, die ja sehr, sehr glatt sind. Ja, also gerade wenn ich mich an den Butterfly G40 Ball erinnere, der hat eine ganz, ganz glatte Oberfläche gehabt. Und jetzt bei den ABS-Bällen gibt es teilweise wirklich Bälle, die haben eine extrem raue Oberfläche. Ja, und das sind dann schon wieder auch unterschiedliche Spieleigenschaften. Ja, also je rauer der Ball ist, umso mehr Reibung kann er auch erzeugen am Tisch. Und ja, dadurch sind natürlich dann auch wieder ganz andere Spieleigenschaften da. Darum sage ich, also gerade mit diesen Plastikbällen, testet es aus, probiert euch aus, welche Bälle liegen euch. Ihr müsst das natürlich dann wahrscheinlich auch mit der Mannschaft abstimmen, was für euch sinnvoll ist, was nicht. Aber als großen Tipp, was ich euch gerne mitgeben würde, ist definitiv so, man sollte sich allgemein mit dem Material auseinandersetzen. Denn je größer der Wissensvorteil ist, was das Material angeht, je größer kann natürlich dann auch dieser spielerische Vorteil sein. Und ich denke, Tischtennis ist schon auch eine sehr ja, feinfühlige Sportart. Und ja, das Material, ich glaube, das Material gibt schon so 5-10%, gerade je höher man in den Ligen natürlich kommt, umso feinfühliger geht man mit seinem Material um. Darum ist das eigentlich auch relativ wichtig, sich mit dem Material auseinanderzusetzen. Und man muss jetzt einfach auch wirklich so sagen, dass ja mit diesen Plastikbällen das Spiel sich schon extrem verändert hat. Ja. Allgemein kann man sagen, diese Plastikbälle sind härter geworden. Darum lohnt es sich schon, auch härtere Beläge zu spielen. Nicht mehr ganz so weiche Belege zu spielen. Der Ballabsprung ist natürlich höher. Man merkt jetzt auch, was gerade, wenn man die Asiaten sieht oder auch die Top-Europäer durch diesen höheren Ballabsprung, versuchen die Profis eigentlich fast die Bälle sehr, sehr zeitnah zu nehmen. Also in der aufsteigenden Phase nicht so lange zu warten. Darum versucht euch einfach mal ein bisschen an den Bällen. Schaut, welcher Ball für euer Team oder für euer Verein am besten ist. Ich denke, die Hersteller haben da gute Arbeit geliefert.
sind, glaube ich, auch viel, viel robuster geworden. Man muss dann vielleicht auch nochmal unterscheiden. Es gibt ja Bälle mit Naht oder ohne Naht. Auch die Bälle, die dann ohne Naht produziert sind, unterscheiden sich dann doch auch von den Eigenschaften von denen mit Naht. Also auch die ohne Naht sind, die haben noch einen höheren Ballabsprung. Ich kenne da diesen Jola Flashball. Aber ja, da muss man sehen, mit welchem Ball kommt man gut zurecht. Ich denke, die Unterschiede sind von Ball zu Ball. Also wenn man jetzt wirklich einen Ball hat mit Naht von unterschiedlichen Marken, sind die eigentlich nur noch minimal. Ja. Gut, das wäre es jetzt erstmal zu dieser Veränderung zu den Bällen. Kommen wir zur nächsten Materialumstellung, was sich ja unglaublich weiterentwickelt hat. Das sind unsere geliebten Belege, die sich natürlich in den letzten Jahren ja unglaublich entwickelt haben. Also wenn man jetzt einen Belag hernimmt, der vielleicht 12 oder 13 Jahre alt ist, den kann man jetzt eigentlich mit diesen neuen Belegen überhaupt nicht mehr vergleichen. Was hat sich denn an diesen neuen Belegen jetzt geändert? Jeder weiß ja wahrscheinlich, dass da jetzt dieser eingebaute Frischklebeeffekt drin ist. Der Belag ist ja in einer unglaublichen Spannung. Also dieses Verklebungssystem Obergummi und Schwamm wird ja extrem unter Spannung gemacht. Ja, man muss sich ja das fast schon vorstellen, wenn so ein Belag produziert wird, ist das ähnlich wie ja, wenn man zu Hause bäckt. Also da kommen verschiedene Zutaten. Man haut es in den Ofen rein und dann schaut man mal, was da rauskommt. Also das ist ja, ja, es geht fast schon ins Unendliche. Aber was man sagen kann, wo der Trend vielleicht zu diesen Belegen hingeht, ja, dass die natürlich schneller geworden sind, dass die katapultiger geworden sind, natürlich auch spinniger, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube schon, dass der Trend jetzt so ein bisschen in diese asiatische Richtung geht, in diese China-Belege, also dass man einen eher großsporigen Schwamm hat. Also das bedeutet, je großporiger der Schwamm ist, umso mehr Katapult erzeugt der Schwamm und ist dadurch natürlich auch weicher. Und auf den Schwamm kommt ein sehr griffiges Obermaterial drauf, was eher hart ist. Ja, also die Chinesen spielen auch mit sehr harten Belegen. Und ich glaube, die Europäer haben sich jetzt auch in den letzten 1 bis 2 Jahren ja, so sich auch so das bisschen abgeguckt, dass jetzt diese Belege eher entwickelt werden, wo man sagt, okay, man hat einen weicheren Schwamm, aber ein hartes Obergummi, was sehr griffig ist, also teilweise klebrig. Also ich weiß das auch. Europäische Tischtennisfirmen jetzt diese klebrige Oberfläche anbieten. Und ich denke einfach, da geht die Tendenz hin. Definitiv, gerade mit dieser klebrigen Oberfläche ist man vielleicht dann auch nicht mehr ganz so abhängig. Jeder kennt das ja im Sommer, wenn eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Halle ist, dass die Bälle dann nicht mehr runterfallen. Ist das auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, so einen Belag einfach mal auszutesten mit so einer klebrigen Oberfläche. Und gerade wenn man dann vielleicht doch auch einen weicheren Schwamm hat, kommt dieses Spielgefühl gar nicht so hart rüber. Ja, also das ist eine gute Abstimmung zwischen Schwamm und Belag. Darum denke ich, da wird die Tendenz hingehen. Was ich vorhin auch erwähnt habe, dass heutzutage eigentlich viel härtere Belege gespielt werden als früher noch. Und das liegt an dem Ball tatsächlich, weil der Ball natürlich auch, der Plasteball, viel, viel härter ist, kann man jetzt auch viel härtere Belege spielen. Also ein Schwammgrad von 52 oder 55 Grad war eigentlich vor 7 oder 8 Jahren noch undenkbar gewesen, dass man mit so einem harten Belag spielen kann. Ich weiß es selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich immer sehr, sehr gerne weichere Belege gespielt habe. Aber mit dem Plastikball jetzt wirklich komme ich ja 1A zurecht mit diesen härteren Belegen. Die haben natürlich einen großen Vorteil,
was gerade der erste Ball angeht. Also man kriegt einen Schupf zum Beispiel in die Vorhand und kann mit dem weicheren Belag einfach keine festen Bälle mehr spielen. Ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Spieler bei mir, einen Nachwuchsspieler, der sich lange ausprobiert hat und der sich wirklich immer gewundert hat, warum er auf den ersten Unterschnittball keinen festen Ball spielen konnte. Und dann habe ich mir seinen Schläger angeguckt und er hatte halt wirklich extrem weiche Belege, hat ja, super aus der Halbdistanz spielen können durch den Katapult, aber konnte halt wirklich auf den ersten Schupfball keinen festen Ball spielen. Und das ist, glaube ich, ein Riesennachteil. Weil man muss jetzt einfach sagen, dadurch, dass schon auch weniger Spin im Spiel ist durch den Ball, durch den Tisch, würde ich schon sagen, dass jetzt einfach auch Speed wichtiger ist als Spin. Jeder weiß wahrscheinlich, früher Timo Boll hat extrem viel Punkte mit seiner spinreichen Eröffnung gemacht. Das ist eigentlich heutzutage gar nicht mehr so gewinnbringend. Weil ja, beim Gegner, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, kommt eigentlich relativ wenig Rotation an. Und das bedeutet eigentlich, ja, dass dieses Blockspiel, das Passivspiel, ist eigentlich ja, viel einfacher als noch vor 10 Jahren. Darum denke ich, ist es schon wichtig, ja, gerade auch die ersten Bälle fester zu spielen, flacher zu spielen, vielleicht auch nicht immer nur mit viel Rotation, ja, weil gerade wenn man mal so eine Finte setzt, also ich weiß es, gerade in der ersten Bundesliga wird das sehr, sehr oft gespielt, also einen Topspin ohne Spin, ja, also wirklich eine Finte und teilweise wirklich Weltklasse-Spieler fallen dann wirklich auf, ich nenne es mal, auf diesen Trick rein, weil ja, ein Topspin ohne Spin ist natürlich schwieriger, ja, zu blocken, gegen zu kicken, ja, als ja, wenn da so ein Nullball ankommt, habe ich das schon sehr, sehr oft beobachtet, dass die Bälle dann runterfallen. Darum, also ich denke, da wird ja, die Tendenz hingehen, dass wir wirklich sehr katapulthaltige Belege haben, nicht mit einem zu weicheren Obergummi. Also das Obergummi ist eher härter, griffiger und der Schwamm ist ja dadurch, der Schwamm ist eher etwas dicker, großporiger und darum ist das eigentlich eine gute Harmonie, das muss man einfach mal so sagen. Probiert es einfach mal aus. Ich habe es auch teilweise nicht so geglaubt, aber es ist wirklich so. Auch wer jetzt zum Beispiel im Nachwuchs arbeitet und trainiert mit Kindern, versucht gar nicht so lange den Kindern die weichen Belege einzuprügeln. Weil ich denke, dass gerade wenn man zu lange mit weichen Belegen spielt, dass man dadurch so ein bisschen seine Technik vernachlässigt, weil der weiche Belag korrigiert einen natürlich schon sehr. Also man, durch so einen weichen Belag werden natürlich die Bewegungen kürzer. Man vernachlässigt dann vielleicht auch die Ganzkörperbewegung. Man geht nicht mehr ganz so in die Bälle rein. Das Beispiel, was ich euch vorhin gesagt habe, mit meinem Nachwuchsspieler. Der hat durch diesen härteren Belag tatsächlich auch ja, einfach eine bessere Technik bekommen. Er hat zu weiche Belege gespielt, er hat sich zu viel, ich sag mal, auf den Armzug konzentriert und hat, ich sag mal, so ein bisschen vernachlässigt, ja, die Beinarbeit, diesen ersten Druckpunkt aus dem Bein rauszukommen, Hüftdrehung. Und jetzt natürlich mit diesem härteren Belag, der ist vielleicht am Anfang etwas langsamer, aber wenn man dann wirklich auch seine Technik umstellt, kann man natürlich mit einem härteren Belag viel, viel präziser spielen und gerade die ersten Bälle, ja, einfach mehr Qualität reinbekommen. Der härtere Belag hat natürlich auch ein Riesenvorteil, gerade was dieser Gegentopspin angeht, ja, wenn man den Topspin, also den Gegentopspin ganz früh am Tisch nimmt, hat so einen härteren Belag natürlich auch
viel, viel Vorteile. Beim weicheren Belag hat man dann oft dieses Problem, dass man im Gegentopspin der Ball so ein bisschen über den Belag rutscht. Es quietscht, kann man so sagen, und dann ja, rutscht der Ball ins Netz. Das passiert mit härteren, griffigeren Belägen nicht so. Also darum, ja, denkt da auch mal ein bisschen nach oder behaltet das mal im Hinterkopf, euren Nachwuchsspielern vielleicht dann auch. Vielleicht auch als Anreiz, ja, vielleicht eine Stufe härter vom Schwamm oder vom Obergummi zu geben. Mein Vorschlag ist wirklich, nicht zu lange mit weichen Belägen zu spielen, weil einfach ja auch die Grundsicherheit im Aufschlag- und Rückschlagspiel verloren geht. Durch diesen weichen Belag hat man einfach einen ja, zu hohen Katapulteffekt. Und gerade wenn man ja vielleicht auch Aufschläge kurz legen will, geht einem einfach auch so ein bisschen die Präzision verloren. Natürlich ist es auch interessant, wie man den Belag auf sein Holz klebt. Also es gibt ja wirklich tausend verschiedene Kleber, aber das ist jetzt wirklich schon eine Wissenschaft für sich geworden, dass man gerade mit dem Kleber extrem viel, ich nenne es mal Feintuning mit seinem Belag anstellen kann. Ja, also ich kenne viele Profis, die teilweise vier, fünf, sechs Schichten auf ihren neuen Belag draufkleben, ja, und kleben ihn dann aufs Holz drauf. Dann hat man natürlich eine Wirkung, wo man sagt, der Belag ist dadurch durch diesen vielen Kleber weicher geworden, katapulthaltiger geworden. Ich kenne aber auch im Gegenzug viele Profis, die wirklich nur eine ganz dünne weiße Kleberschicht auf dem Belag und aufs Holz machen, um einfach diesen Kontakt Holz und Belag nicht zu verlieren. Ja? Also das muss auch vielleicht jeder für sich selber herausfinden, welchen Kleber nimmt er. Nimmt er eher einen dünnflüssigen Kleber? Ja, da muss man vielleicht doch eine oder zwei Schichten mehr drauf machen. Oder nimmt man doch einen dickeren Kleber, wo dann vielleicht auch eine Schicht reicht. Das muss jeder für sich selber raussuchen. Aber ich denke, das unterschätzen doch auch viele, wie man den Belag draufklebt. Wie ist die Trocknungszeit, etc.? Testet euch da einfach so ein bisschen aus. Muss auch jeder für sich selbst wissen. Gut, das wäre es zu den Belägen und auch zu dem Kleber. Zur nächsten Materialumstellung, das wären unsere Hölzer, die sich natürlich ja, in den letzten Jahren auch extrem verändert haben. Also wenn ich das jetzt als Vergleich nehme, also heutiges Allround Plus Holz kann man eigentlich vergleichen wie ein früheres Offensivholz. Also das Grundniveau, die Grundschnelligkeit ist bei den Hölzern extrem gewachsen. Das muss man einfach so sagen. Es wird natürlich jetzt auch viel mehr mit Kunstfasern gearbeitet. Gerade Carbon ist natürlich da ja ein Material, was sehr, sehr oft verbaut wird. Das ist meistens geflochten, also diese Kunstfasern oder diese Carbonfasern sind ineinander geflochten. Also es besteht nicht komplett aus Carbon, aber macht ja natürlich das Holz viel, viel schneller. Ja. In Holz ist natürlich auf jeden Fall ganz wichtig. Also ich weiß es selber ja, aus meinem Spiel, dass ich 15 Jahre lang mit einem Holz gespielt habe, also wirklich immer mit diesem gleichen Holz gespielt habe. Für mich war es extrem schwer, das Holz zu ändern, weil einfach das Holz, ja, ich sag mal, die Geschwindigkeit gibt. Ja, also ich sag mal, man kann den besten Belag haben, aber eigentlich ist der Belag eher so, wo ich sage, so diese Präzision, Spin, aber das Holz gibt einem eigentlich dieses Feedback, wo man sagt, okay, es bringt diese Grundgeschwindigkeit. Es bringt natürlich auch den gewissen Sound. Ja, der ist ja für Tischtennisspieler auch nicht ganz uninteressant, der Sound. Ja, das liegt dann teilweise wirklich auch nicht an den Belägen, sondern auch an dem Holz. Also hat man wirklich Vollhölzer, weichere Furniere,
so ist natürlich dann auch der Katapult und der Sound viel höher. Was natürlich sich jetzt auch so ein bisschen herausgestellt hat, zumindestens im Profibereich, durch diesen weißen Kleber, der natürlich auch wasserlöslich ist, zieht natürlich auch immer einen Wasseranteil in die Hölzer mit rein. Darum ist es eigentlich jetzt schon gang und gäbe, dass man doch jetzt viel öfters die Hölzer wechselt als noch vor, ja, ich sag mal, vor 10 oder 15 Jahren, wo es noch das Frischkleben gab. Das war halt ein ganz anderer Kleber. Jetzt wechseln die Profis teilweise sogar alle Vierteljahre ihre Hölzer, weil durch dieses Ja, durch diesen Wasseranteil, der sich in diesen Hölzern reinsaugt, werden die Hölzer natürlich dann auch, ich nenne es mal so, von Monat zu Monat langsamer. Darum sowas sollte man dann auch schon mal beachten, wer jetzt gerade viel Belege wechselt, viel klebt, und ist vielleicht mit seinem Holz nicht mehr ganz so zufrieden. Daran kann es tatsächlich liegen, dass, ja, zu viel, ja, Wasseranteil in das Holz gegangen ist. Darum, ja, schaut auch einfach mal. Meines Erachtens ist es immer noch wichtig, auch im Nachwuchsbereich, dass man nicht zu schnell auf zu schnelle Hölzer umsteigt. Also ich weiß es selber aus meinem Nachwuchsalter, dass ich ja mit 11 oder 12 Jahren direkt schon ja das Primorac Carbon Offensiv Plus Plus gespielt habe. Also das war mit Abstand das schnellste Holz auf dem Markt. Und dadurch hat sich natürlich auch, sag ich mal, so meine Technik so ein bisschen verändert. Ich habe extrem kurze Bewegungen gemacht, weil man natürlich mit so einem schnellen Holz natürlich auch aus kurzen Bewegungen extrem viel Qualität reinbringen konnte. Darum, also ich bin immer so ein bisschen der Freund davon, eher das Holz ausgewogen im Allround-Bereich, Allround Plus, Offensiv Minus-Bereich zu belassen und dann eher doch spinniger oder schnellere Belege auf das Holz zu kleben, weil gerade, ja, es ist halt wichtig, das Holz gibt Feedback. Und die Hölzer haben sich jetzt wirklich so entwickelt, dass die alle schon extrem schnell sind, gerade was die Kunstfasern angeht. Also bitte nicht zu schnell auf, ja, zu schnelle Hölzer wechseln. Ja. Das wäre es jetzt eigentlich von meiner Seite, was die Hölzer angeht. Also wenn ihr da auch gerne noch mal Fragen habt, was die einzelnen Furniere angeht. Weil es kam schon mal eine Frage auf, die gesagt haben, ja, das Holz ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Der Belag macht ja eigentlich die ganzen Spieleigenschaften. Das kann ich so eigentlich nicht unterstreichen, weil meines Erachtens gibt ein Holz wirklich den Grundtakt vor. Es gibt ja dann auch wirklich Hölzer, die so ein bisschen kopflastiger sind. Es gibt Hölzer, die mehr vibrieren. Und das ist ja von jedem unterschiedlich. Ja, manche mögen das, wenn da eine Vibration im Hand, an der Hand ist oder spürbar ist. Manche haben kopflastige Hölzer lieber, gerade diese rückhandorientierten Spieler, wenn man so ein kopflastiges Holz hat, unterstützt das natürlich auch nochmal bei der Rückhand. Darum, also ich denke, Holz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und jeder sollte sich da schon auch belesen und vor allen Dingen viel, viel probieren, weil also ich kann es nur von meiner Seite sagen, ich habe 15 Jahre das eine Holz gespielt und ich habe ganz, ganz lange gesucht, um dann wirklich auch ja, ein passendes Holz für mich zu finden. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was ich auch, muss man sagen, ja, die Hölzer haben sich meines Erachtens schon sehr, 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 ja, geändert im Vergleich zu noch 10 Jahren. Es gibt noch so alte Stiegerhölzer. Ich hatte jetzt wirklich mal so ein ganz altes Stiegerholz. Das ist, glaube ich, 30, so in den 70er Jahren war das. Also vom Gefühl her ist das natürlich super, dieses Stieger. Man kann da super blocken und alles. Aber man kriegt halt wirklich dann auch keine Power mehr rein. Also es geht schon auch in die Richtung, dass die Hölzer einfach auch schneller sind mit diesen Kunstfasern. Es wird viel Carbon verbaut. Also ja, dahin geht's.
Und darum würde ich das jetzt auch erstmal beenden, dieses Holzthema, und würde zur nächsten Materialumstellung kommen. Und das wären die Tische. Und ich denke, das ist auch extrem, was sich da in den letzten Jahren verändert hat. Aber gerade mit dem Plasteball, was ich euch ganz am Anfang erklärt habe, dass dieser Plasteball viel, viel mehr Reibung erzeugt auf den Tisch als früher noch ein Zelluloidball. Es ist eigentlich teilweise jetzt wirklich so, dass die Tische so unterschiedlich sind. Also wir sprechen einmal, also zumindest die Profis sprechen einmal von dem Rutschtisch und einmal von dem Stopptisch. Und es ist eigentlich so, dass man das wie im Tennis ungefähr vergleichen kann. Man hat diesen Stopptisch, das ist Roland Garros, das ist Sandplatztennis. Und man hat diese Rutschtische, das kann man eigentlich mit Wimbledon vergleichen, Rasentennis, also extrem schnell, flacher Ballabsprung. Und das, ja, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, mit diesen unterschiedlichen Tischen. Denn ja, auf jedem Tisch, zum Beispiel, wenn man einen Stopptisch hat, muss man eine andere, also zumindest eine kleine andere Taktik spielen als zum Beispiel auf Rutschtischen. Also man, zumindest ist das bei den Profis so, die Profis, ja, eignen ihr Spielsystem eigentlich auch an den Tisch an. Ja. Warum das so ist, ist eigentlich schon auch interessant. Wir arbeiten ja auch sehr, sehr innig mit Spoleta zusammen. Spoleta ist ja wirklich einer der größten Tischhersteller weltweit. Und die haben uns auch, oder die haben mir auch gesagt, dass es da auch Produktionsveränderungen gab. Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass früher die Tische, es ist ja eigentlich entscheidend, diese Tischoberfläche, also die Lackierung, die oben auf die Oberfläche draufkommt, die ist entscheidend. Es gibt natürlich dann auch noch verschiedene Dicken. Es gibt ja 26, 28, 30, 32 Millimeter die Dicke von dem Tisch. Das macht natürlich auch noch mal eine andere Spieleigenschaft oder Ballabsprungeigenschaft, klar, das ist vollkommen richtig. Also je dicker der Tisch ist, umso gleichmäßiger ist der Ballabsprung, ja, umso flacher ist auch ein bisschen der Ballabsprung. Je dünner diese Tischoberfläche ist, umso schneller ist der Ballabsprung, also je schneller ist der Ball und umso höher ist der Ballabsprung. Aber Tischtennis ist ja eine Rotationssportart und da ist es wirklich ganz wichtig, diese Oberfläche oben auf den Tisch. Und da hat Spoleta mir gesagt, dass da auch ja ein Produktionswechsel kam in den letzten, ja, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, 4 bis 5 Jahren. Also früher wurde die Tischoberfläche wie ein Auto, wenn man das zum Lackierer schafft, lackiert. Und ja, jetzt wird diese Tischoberfläche mit einer riesigen Walze, wird dieser Lack mit einer Walze auf der Oberfläche aufgetragen. Und das macht wirklich auch schon wieder andere Spieleigenschaften. Also es kommt dadurch wirklich ganz andere Bälle zustande. Also wir haben zum Beispiel einen Tisch, der ist noch lackiert worden. Der spielt sich wirklich komplett anders. Ja, also der Ball, wenn man da oder wenn man jetzt auch zum Beispiel einen Donick-Tisch hat, den man jetzt gerade so sieht, das ist so ein besagter Stopptisch. Also wenn man da wirklich ja, einen Unterschnittball spielt, egal ob das ein Aufschlag ist oder ein Schupfball, der Ball bleibt stehen. Der bleibt direkt stehen, der kommt nicht auf den Gegner zu. Also der Ball setzt auf und nimmt sofort die komplette Rotation an. Also er gräbt sich richtig in den Tisch rein und das liegt wirklich ja, an der Oberfläche. Und die sind wirklich sehr unterschiedlich. Also wenn man da wirklich schaut bei so einem Donick-Tisch, wenn man da mit der Lupe rangeht, da sieht man fast keine Musterung.
ganz feine Oberfläche, sehr glatt. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Stiga-Tisch oder einen Gevo-Tisch, nur mal als Beispiel, wenn man da mit der Lupe rangeht, sieht man da so ganz feine Marmorierungen. Die Tischoberfläche ist auch rauer. Also wenn man da mit dem Handrücken drüber geht, merkt man richtig, okay, das fühlt sich rauer an. Und das ist natürlich, ja, sag ich mal, eine Ursache dadurch, weil ja dieser Lack, der da aufgetragen wird, der wird gewalzt. Ja. Und das ist natürlich jetzt auch wirklich so, dass die Profis sich, wenn am Wochenende ein Spiel ist, an so einen Stopptisch, bereiten sich die Spieler eigentlich schon eine Woche vorher auf solchen Stopptischen vor. Ja, andersrum natürlich auch, wenn man weiß, dass man am Wochenende ein Heimspiel hat und man hat als Tisch zum Beispiel, ja, Stiga, wie jetzt Post-Mühlhausen. Wir haben also so einen Rutschtisch, der extrem schnell ist. Dann versucht man natürlich auch die Woche über auf diesen Rutschtischen zu spielen und versucht, ja, auch, sag ich mal, so ein bisschen sein Spielsystem so ein bisschen zu verändern. Da kann ich mal ganz kurz drauf eingehen, welche Taktiken da sinnvoll sind und welche vielleicht nicht ganz so sinnvoll sind. Also zum Beispiel auf einen Rutschtisch, der natürlich, ich sag mal, schon viel schneller ist, der den Schnitt nicht ganz so viel annimmt. Also man muss jetzt sagen, der Schnitt wird auf so einen Rutschtisch nicht so sehr rausgenommen. Also der Schnitt bleibt viel mehr drin. Das bedeutet natürlich auch, dass man zum Beispiel mit einem Aufschlag viel, viel mehr Schnitt in einen Rutschtisch reinbekommt als auf dem Stopptisch. Ja. Es bedeutet aber auch, was sehr sinnvoll ist, zum Beispiel, wenn man auf so einen Rutschtisch spielt, dass zum Beispiel lange Rückschläge, aggressive Schupfbälle, dass die ja sehr, sehr wirkungsvoll sind, weil doch die Gegner teilweise dann überrascht sind, wenn man einen langen Schupfball hinten auf Grundlinie nimmt, der Ball kommt sehr schnell auf einen zu, man muss sich öffnen. Und darum, also das ist definitiv eine sehr, sehr, sehr gute Taktik auf so einen Rutschtisch, wo man sagt, okay, lange Schupfbälle spielen, vor allen Dingen auch Topspins, die sehr, sehr flach übers Netz kommen. Ja, der Ball springt teilweise sehr flach, der rutscht dann auch beim Topspin teilweise raus und ist dann sehr, sehr schwer für den Gegner zu blocken. Das Gegenteil wäre natürlich dann zum Beispiel so ein Stopptisch, wie es zum Beispiel Donick ist oder wie es zum Beispiel auch Butterfly. Butterfly hat auch solche Stopptische. Da bringen solche langen Schupfbälle eigentlich nicht mehr so viel. Ja? Weil gerade wenn man den Gegner lang anschupft, der Ball springt auf der gegnerischen Hälfte auf und bleibt dann eigentlich stehen. Also der Gegner hat genügend Zeit, um sich optimal zu stellen und dann natürlich auch mit dem Körper in den Ball reinzugehen und dann natürlich auch einen Qualitätstopspin zu spielen. Auf solchen Stopptischen ist es eigentlich viel sinnvoller, kurze Bälle zu spielen, ja, kurze Unterschnittbälle oder teilweise halblange Rückschläge zu spielen. Durch dieses Stoppen, ja, habe ich das schon oft beobachtet, dass da viele Spieler sich verschätzen. Also ich weiß das aus meiner aktiven Zeit noch sehr gut. Ich habe immer ja an Rutschtischen trainiert und wenn es dann zur deutschen Meisterschaft ging, der Damen und Herren, und ich habe am Donick-Tisch trainiert, ja, und habe einen langen Schupf bekommen in meine Vorhand. Ich habe ja direkt erstmal 3 oder 4 Luftlöcher gemacht, weil der Ball halt vor mir stehen geblieben ist. Und ja, ist nicht zu mir gekommen. Also darum ist das schon auch sinnvoll, ab einer gewissen Liga oder ab einem gewissen Niveau sich auch damit zu beschäftigen, okay, ich habe jetzt am Wochenende ein Auswärtsspiel an einen Stiga-Tisch, aber ich trainiere die ganze Zeit an Donick-Tischen, okay, dann wäre es schon noch mal gut, wenn man die Möglichkeit hat, ja, an so einen Rutschtisch zu trainieren. Also in den großen Tischtenniszentren Düsseldorf oder auch in Frankreich, in Paris. Da ist ja eine Halle, wo viele verschiedene Tische stehen. Also da stehen Rutschtische, da stehen Stopptische. Und so werden dann auch eigentlich ja, die Spielpaarungen eingeteilt. Also
ja, die Spieler, die am Wochenende an Stopptischen Punktspiel haben, die sind eine Gruppe, und die an Rutschtischen trainieren, die sind auch eine Gruppe. Ja. Und dann kommt natürlich auch schon immer noch der Ball dazu, dass die Bälle sich ja auch, wie ich schon erwähnt habe, immer noch dennoch so eine Nuance unterscheiden. Also die Profis bereiten sich dann schon auch mindestens 2, 3 Tage mit dem gleichen Ball und mit dem gleichen Tisch vor, um optimal in den Wettkampf reinzugehen. Was natürlich noch als Eigenschaft oder als sinnvoll ist auf so einem Stopptisch, es sind natürlich gerade diese Flipbälle oder diese Rückhandbanane, ist natürlich auch im Stopptisch viel einfacher zu spielen als beim Rutschtisch. Ja, gerade weil die Aufschläger können an so einem Stopptisch nicht mehr ganz so viel Schnitt reinbringen. Ja, es kommt nicht mehr so viel Schnitt an drüben auf der anderen Seite. Darum ist ein Flip Banane schon sehr sinnvoll. Ja, oder ist zumindest einfacher zu spielen. Der Gegenpart wäre natürlich dann auch, ja, auf so einem Stopptisch vielleicht auch oft, wenn man jetzt gegen so einen Bananenspieler spielt, oft schneller lange Aufschläge zu machen. Ja. Das sollte man wissen, zumindest wenn man mal diese Unterschiede live erlebt hat. Also auch auf so einen Stopptisch, auf so einen Donicktisch muss man natürlich, gerade was Aufschlag angeht, muss man natürlich viel längere Bewegungen machen. Man muss viel mehr Dynamik und Speed in den Ball bekommen, weil ja, wenn der Ball das erste Mal auf meiner Hälfte beim Aufschlag aufspringt, wird schon so viel Schnitt aus dem Ball genommen, dass eigentlich gerade drüben beim Gegner nicht mehr, ja, so viel ankommt. Gut, was wäre jetzt mein Fazit, was die ganzen Materialumstellungen angeht? Also ich denke, das Wissen über Material kann auf jeden Fall einen spielerischen Vorteil bringen. Gerade in Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf sollte man es auf jeden Fall ins Kalkül ziehen. Also wenn man jetzt wirklich auch einen guten Nachwuchsspieler hat, der sich zum Beispiel für eine deutsche Meisterschaft qualifiziert hat, sollte man als Trainer dann schon auch wissen, okay, ja, meistens wird ja bei den deutschen Meisterschaften Donnick gespielt, sollte man wissen, okay, wir versuchen uns jetzt nochmal eine Woche vorher auf diese Stopptische vorzubereiten, versuchen dann auch, ja, vielleicht dieses Spielsystem da so ein bisschen mehr halblang zu spielen, mehr kurz zu spielen, nochmal den Flip zu trainieren. Also ich denke, dass das schon auch wichtig sein kann. Ja. Allgemein denke ich auch als Fazit, was das ganze Material angeht, Bälle, Beläge, Hölzer, gerade als Nachwuchsspieler und auch als Trainer sollte man sich viel, viel mehr damit beschäftigen, sich auch mit seinem Spieler beschäftigen. Welches Material ist sinnvoll für meinen Spieler? Ja, auch gerade welches Spielsystem spielt mein Spieler? Spielt er dafür auch das ideale Spielmaterial? Hat er vielleicht ein zu schnelles Holz? Hat er zu weiche Belege? Also man kann da schon noch viel Feintuning, ja, seinen Spieler mitgeben. Und ich denke, das ist schon auch eine Aufgabe von einem Trainer, was gerade jetzt zum Beispiel Nachwuchsspieler angeht, dass einfach der Trainer das Wissen seinen Spielern gibt. Ja, vielleicht als Abschluss, wie hat sich denn jetzt, oder ja, wie haben sich die Materialveränderungen im Spiel bemerkbar gemacht? Also, ja. Wie wird jetzt anders Tischtennis gespielt als vor 10 Jahren? Vielleicht haben wir da jetzt noch mal 2, 3 Minuten. Also ich denke einfach, als ganz großer Schwerpunkt, lange Schubbälle sind definitiv, ja, top. Die sollten viel mehr, egal auf welchem Niveau es ist, sollten viel mehr in Einsatz gebracht werden. Denn gerade ja, ein langer Schubball, es kommt wahrscheinlich nur eine weiche Eröffnung. Und ja, mit diesen ganzen Materialumstellungen ist eigentlich Passivspiel, also dieses Passivspiel ist in der heutigen Zeit kein Nachteil mehr, eher ein Vorteil, weil gerade diese Blockbälle, diese Kickbälle, ja, der Gegentopspin ist durch den Plastikball doch viel, viel einfacher geworden. Und darum sage ich,
Warum nicht einfach den Gegner dazu verleiten, selbst anzufangen und ja, sein Tempo mitzunehmen? Das, denke ich, hat sich schon verändert, dass auch viele schnelle, lange Aufschläge direkt gemacht werden, um den Gegner ja, direkt unter Druck zu setzen. Ja, also gerade die Profis schlagen teilweise viel mit viel Unterschnitt halblang auf. Es kommt eine weiche Eröffnung und der Aufschläger kann direkt draufgehen. Das war definitiv früher mit dem alten Plastikball oder auch mit dem Zelluloidball nicht so gewesen. Natürlich, wenn man jetzt noch ein bisschen höher geht, es gibt natürlich diesen normalen Block, muss man natürlich jetzt aufpassen, den gibt es eigentlich gar nicht mehr in der Weltspitze. Ja, also man versucht jetzt schon irgendwo immer irgendwas an dem Ball zu machen, ob das ein Kick ist, ob das dieser Pressblock ist, den auch früher Jan-Uwe Waldner gespielt hat, also ein Truls Morrigard, der spielt den ja wirklich perfekt, diesen Pressblock, finde ich richtig gut. Das hat sich natürlich, muss man auch sagen, hat sich verändert. Es ist einfacher geworden zu flippen. Ja, also fast jeder spielt jetzt irgendwo von den guten Spielern auch eine Banane. Ich glaube, auch jetzt in den unteren Klassen hat sich das jetzt schon so ein bisschen angeeignet, dass man versucht, den Ball schon im Rückschlag aktiv zu spielen. Ich denke auch, gerade mit dem Plastikball ist auch diese Wiedergeburt von dem Vorhandflip, von den Vorhandflip wieder auferlebt. Gerade der Plasteball, der nimmt ja nicht mehr so viel Schnitt an. Also dieser Schieberflip mit Vorhand ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll, um den Gegner natürlich auch zu überraschen. Früher hat man immer diesen Vorhandflip so ein bisschen wie Timo gespielt, so ein Spinflip. Heute spielt man den eigentlich eher so als Schieber. Und ja, weil der Plasteball das auch einfach ermöglicht. Ja. Meines Erachtens hat sich auch das Spiel so ein bisschen verändert. Es ist nicht mehr ganz so vorhandorientiert, weil gerade mit der Vorhand kann man einfach durch diesen Plastikball und mit diesen Tischen nicht mehr ganz so viel Rotation erzeugen. Es ist jetzt eigentlich schon passiert, dass jetzt viel, viel mehr Rückhand gegen Rückhand gespielt wird, viel mehr rückhandorientiert. Wenn man sich jetzt die Chinesen anguckt, wenn da Malong gegen Fan Jindong spielt, es ist wirklich viel Rückhand, Rückhand. Es geht natürlich direkt los mit einer Rückhandbanane und was ist natürlich dann auch sinnvoll, wenn man mit einer Rückhandbanane spielt, hat man natürlich auch schon eine Rückhandstellung und versucht natürlich dann auch mit Rückhand weiterzuspielen. Darum ist eigentlich jetzt auch schon so, dass man sagt, okay, man geht von den Vorhandorientierten so ein bisschen weg und versucht einfach auch mehr ins rückhandorientierte Spiel zu kommen, seine Rückhand auch stärker zu machen. Natürlich auch durch die ganzen Materialumstellungen ist der Treffpunkt noch viel früher geworden, gerade beim Gegentopspin. Man versucht den Ball jetzt wirklich sehr, sehr früh zu treffen. Man versucht immer das Tempo, die Qualität vom Gegner mitzunehmen. Aber auch, was natürlich immer schön ist, gerade wenn man auf so einem Stopptisch spielt, kann man natürlich diese ja, speziellen Schläge, wie zum Beispiel so ein Simon Gauzy macht, solche seitlichen Sichelschläge, oder auch früher wie Torben Wosik, dieser seitliche Schupfball, die sind natürlich jetzt wirklich Gold wert. Auf so einem Stopptisch, auf so einem mit diesem Plastikball ist sehr, sehr unangenehm zu spielen. Darum, ja, ich denke, diese Materialumstellungen hat auch was Positives, dass die Spieler einfach kreativer geworden sind. Mit dem Plastikball ja, wird einen einfach auch ja, mehr ermöglicht, ja, was zum Beispiel solche Schläge angeht. Ja, dieser Pressschlag oder diese seitlichen Bälle, diese seitlichen Blockbälle, die zum Beispiel ein Ricardo Walter spielt. Ja. Und wenn man dann natürlich noch auf so einen Stopptisch spielt, wo der Ball dann stehen bleibt, extrem gefährlich. Darum, ja, versucht euch mit dem Thema Material ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich hätte euch natürlich gerne viel, viel mehr noch erzählt und wäre noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Aber ich denke,
dass ihr vielleicht doch das ein oder andere euch mitnehmen könnt. Gerade glaube ich schon, was diese Stopp- und Rutschtische angeht, das war vielleicht vielen noch gar nicht so bewusst. Oder auch mit den Plastikbällen, dass es da eine raue Oberfläche gibt und eine glatte Oberfläche gibt. Ja, besprecht das einfach mal im Verein und versucht da einfach einen guten Weg zu finden. Ich würde jetzt, wenn wir die Zeit noch haben, Daniel wird mich bestimmt darauf hinweisen, wie viel Zeit wir noch haben. Vielleicht hat ja der ein oder andere noch eine interessante Frage, die ich sehr gerne beantworten würde, was das Thema Material angeht, Spielsystem angeht. Ich bin bereit. Jo, sehr gut, Erik. 5 Minuten haben wir noch. Und die erste Frage hier, die reingekommen ist, wer gibt denn vor, mit welchen Bällen gespielt wird? Zum Beispiel jetzt bei den Olympischen Spielen. Ja, das gibt natürlich bei den Olympischen Spielen, muss man jetzt auch immer sehen, da steht natürlich auch der Olympische Verband mit dahinter. Aber normal ist das die ITTF, die natürlich dann auch immer mit den verschiedenen Herstellermarken ja, Verträge hat. Darum wird eigentlich jetzt, was international angeht, diese ganzen Pro-Turniere und diese WTT-Serie, da wird meistens jetzt immer ein einheitlicher Ball gespielt und das kommt natürlich den Profis auch zugute. Da müssen sie sich nicht viel umstellen. Ja. Und ansonsten, klar, bei Heim und Auswärts entscheidet das immer die Heimspielmannschaft. Okay, dann die nächste Frage. Was für Unterschiede gibt es denn zwischen einer großen und einer kleinen Halle? Und auch was macht der Boden aus? Ob es jetzt ein Hallenboden oder ein Turnhallenboden ist, wie wirkt sich das aus? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Das hat sich natürlich nicht geändert. Darum habe ich das jetzt nicht mit reingenommen in meinen ganzen Analysen, weil ich sage mal, eine große Halle gab es ja auch schon vor 20 Jahren. Aber es ist tatsächlich so, je größer und je höher die Halle ist, umso ja, langsamer ist der Ball. Ja, umso höher ist auch so ein bisschen der Ballabsprung. Also teilweise ist es dann wirklich so, dass die Profispieler verschiedene Schläger haben. Ja, also sie sind vom Material gleiches Holz, gleiche Belege, aber trotzdem sind sie nur eine Nuance anders. Also in größeren Hallen spielen die Leute dann teilweise doch auch schnelleres Material, weil einfach die Halle langsamer ist. Und in einer kleinen Halle, ja, ist es einfach schneller. Da spielt man dann meistens immer, ich sag mal, ein Tick langsameres Material, gefühlvolleres Material. Also das ist schon extrem. Also wenn man jetzt wirklich immer nur in kleinen Hallen trainiert, wirkt einen das immer sehr schnell. Und jetzt kommt man einfach mal in so einer großen Halle und dann denkt man auf einmal, boah, ich kriege ja in meinen Topspin überhaupt keine Speed, keine Power rein. Das ist schon extrem. Natürlich ist es auch der Boden, ja. Also spiele ich auf dem Parkettboden, der vibriert, ist natürlich der Ballabsprung auch viel, viel höher. Spiele ich jetzt auf wirklich einen Betonboden und habe diesen roten Gärfloorboden oben drüber, ist der Ballabsprung wieder eher flacher. Also das ist schon auch ja, extrem, würde ich sagen. Okay, dann die nächste Frage, die reingekommen ist zum Härtegrad der Schwämme, das den viele Firmen ja gar nicht angeben. Wie kann ich denn jetzt rausfinden, ob ein Schwammbelag hart ist oder nicht? Also ich kenne es eigentlich nur so, dass der Hersteller das schon angibt. Es gibt dann meistens auch in den Katalogen so eine Tabelle, wo Geschwindigkeit, Härte draufsteht. Also ich würde jetzt mal sagen, zu 90% findet man das eigentlich raus, wie hart der Schwamm ist. Oder man liest sich die Beschreibungen durch. Es gibt ja meistens immer von jedem Belag. Von jeder Belagsorte gibt es eine weichere Sorte, eine mittlere Sorte oder wirklich eine harte Variante. Also, aber normal, also ich weiß das immer in den Katalogen, steht das immer hinten auf der letzten Seite, steht so eine Geschwindigkeit, Spin und Härte-Tabelle. Ja, ansonsten müsste man sich da mal belesen in irgendwelchen Foren. Ja, oder den Hersteller selber direkt anschreiben, wäre vielleicht auch noch eine Ja, Idee. ja, ja.
Okay, dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Und zwar ist die Frage, hast du da schon Erfahrung mitgemacht, inwieweit sich das Desinfektionsmittel auf die Tischqualität auswirkt? Das ist definitiv so. Also gerade wir hatten ja das oder den Vorteil gehabt, dass die erste Bundesliga auch Corona-bedingt trotzdem zu Ende gespielt werden durfte. Wir hatten natürlich extreme Hygieneauflagen. Eine Hygieneauflage war ja wirklich ja, das ständige Desinfizieren von der Tischoberfläche. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie unser Tisch, ich will jetzt auch keine Werbung machen, ich glaube, ja, Sacrotan oder Unge. Also wir hatten teilweise wirklich Hygienemittel gehabt, das hat die Tischoberfläche wirklich auch beschädigt. Ja. Also am besten ist es dann wirklich, ja, man verdünnt es irgendwie mit Wasser und versucht so wenig wie möglich hartes Desinfektionszeug reinzunehmen. Weil ja, die Oberfläche wird dadurch natürlich glatter, durch dieses ständige Putzen. Und ja, dadurch wird natürlich auch die Spieleigenschaft ein bisschen beeinflusst. Also der Tisch wird dadurch schneller und ja, man erzeugt dadurch weniger Schnitt. Also man sollte da wirklich aufpassen, dass man da nicht dieses scharfe Zeug da nimmt mit zu viel Chemie drin. Dann lieber viel mit Wasser mixen. Okay, und dann komme ich zur allerletzten Frage. Und zwar, es gibt ja auch diesen Belagreiniger, mit dem man den Belag sauber machen kann. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit? Ja, auch wenn mich jetzt vielleicht die Tischtennismagen nicht positiv hören wollen mit meiner Aussage. Ich halte von den Belagreinigern nicht sehr viel. Am besten ist es wirklich, man macht da einen Tropfen Wasser drauf oder man haucht es an oder mit Schweiß. Wovon ich natürlich viel, viel mehr halte, sind die Belagfolien. Da gibt es Folien, die sind teilweise klebrig und die habe ich schon als Nachwuchsspieler immer genommen. Also nach dem Training hauche ich eigentlich oder nehme ein bisschen Wasser und versuche einfach nur den Belag vom Staub zu entfernen und klebe dann aber diese klebrige Belagfolie auf meinen Belag drauf. Und das ist eigentlich wie so eine Frischhaltefolie. Also wenn man da wie beim Metzger ein Stück Fleisch hat und macht das da in einer Frischhaltefolie, ist das nächsten Tag auch frisch. Und so ist das eigentlich auch mit dem Belag. Das ist ja ein Gummi und wenn man da diese Folie drauf macht und im nächsten Training zieht man die Folie wieder ab, ist der Belag wirklich richtig griffig. Und also das halte ich für sinnvoll. Reinigungsmittel eher nicht. Wasser reicht. Okay, ja, vielen Dank, Erik. Es war sehr interessant. Danke, danke für das Webseminar. Und in dem Sinne noch einen schönen Abend an alle. Und in 4 Wochen gibt es dann das nächste Webseminar der Deutschen Tischtennisakademie. Bis dahin, tschüss. Tschüss, bis bald, bleibt gesund.